Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hies80 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Und ich bekam heute ein kleines Päckchen von Kochfilms zugeschickt und da ist das neueste Steelbook drin, was es demnächst bei Kochfilms Shop zu kaufen gibt, nämlich das Steelbook zu dem Film Invasion vom Mars mit diesem extrem schicken Cover-Artwork. Und hier muss ich schon mal sagen, das Steelbook ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Steelbook. Und ihr wisst, zurzeit bin ich sehr auf Kriegsfuß mit Steelbooks, einfach aus dem Grund, weil die Cover-Artworks einfach meistens nur scheiße ausschauen. Aber schon, wie auch schon die anderen Kochfilm-Steelbooks, sind auch hier wieder ein wunderbares Artwork gelungen. Und ich muss ja wirklich sagen, das hier gefällt mir von allen dreien bisher am besten. Das Steelbook wird am 24.03. wie gesagt veröffentlicht und kostet 24,99 € im Kochfilm-Shop. Nicht nur das. Der Film ist von Tobe Hooper aus dem Jahre 1986 und ihr wisst ja, Tobe Hooper, was er noch gemacht hat, natürlich Texas Chainsaw Massacre und auch Poltergeist. Und wie ich diesen Film hier finde, wird auf jeden Fall schon mal sehr interessant werden, denn ich muss, glaube ich, gestehen, ich habe diesen Film auch noch nie gesehen, beziehungsweise ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Und es kann auch gut sein, dass auch dieser Film in einem Warhees schon an Video begutachtet wird und mal sehen, was man von diesem Film halte. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und wir haben hier auch erstmals eine komplett deutsch synchronisierte Fassung und nicht nur das, wir haben auch eine Bonusdisc mit dabei mit dem Originalfilm Invasion vom Mars aus dem Jahr 1953, also hier eben das Remake von Tobe Hooper. Wir machen mal die Folie runter und dann schauen wir uns mal das Steelbook mal ganz genau an. Ich muss schon sagen, es ist ein Hochglanz-Steelbook und ich hoffe, meine Finger sind recht sauber, bevor ich mir die Hände gewaschen. Aber ihr wisst ja, trotz alledem, wir haben nun mal eben Ausdünstungen und natürlich auch aber schweißige Hände. Ich habe eigentlich trotzdem keine schweißigen Hände. Aber natürlich, es kann natürlich sein, dass die Fingerabdrücke natürlich passieren, aber es ist halt nun mal ein Steelbook. Und würde mal sagen, bevor wir dann um heißen Brei rumreden, wir gehen direkt in die Ego-Perspektive und gucken uns mal das mega monster geile Motiv mal ganz genau an. Bis gleich. Und hier sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit dem absolut schicken Cover-Artwork von Invasion vom Mars. Hier Tobe Hooper, Texas Chainsaw Massacre und wie gesagt 12 freigegeben, ist natürlich hier aufgedruckt, aber natürlich hier nicht unbedingt so störend. Ja, man hätte es auch auf die Folie draufdrücken können, auf jeden Fall. Und ja, hier eben 2-Disc Steelbook Edition und wir haben hier die Banderole festgeklebt mit eben drei Klebepopeln, die ein bisschen schwer abzugehen sind, aber ich habe das schon mal abgelöst vorher. Aber wir gehen erstmal auf die Rückseite und hier erstmal die Inhaltsangabe zu dem Film. Keiner will den jungen David glauben, als er von der nächtlichen Landung eines UFOs berichtet. Doch kurz darauf ist es bereits zu spät. Außerirdische Invasoren haben der Menschheit ihren Stachel injiziert und sie äußerlich unverändert zu willenlosen Marionetten werden lassen. Mit Hilfe von Schulpsychologin Linda Magnussen und dem Militär dringt David bis zur unterirdischen Basis der Aliens vor. Ein Kampf um die Zukunft der Erde beginnt. Und hier schon mal ein kleines Hinweis nochmal zu dem Film. Hier eben Life Force hat auch eben hier Tobe Hooper gemacht, wo ich sagen muss, der Film hat leider nicht ganz so gut gefallen. Und ist wie gesagt eben ein Remake aus dem Jahr 1953 eben hier. Und ja, hier eben schon mal dann die Inhaltsangabe, zumindest die Filmlänge, ca. 100 Minuten. Und hier eben Bildformat und die Sprache Deutsch und Englisch. Und Untertitel haben wir hier Deutsch und Englisch. Tonformat haben wir hier nur Dolby DTS HD Master Audio 2.0. Aber die Extras können sich hier wirklich sehen lassen. Auf der ersten Disc haben wir eben Extras mit einem Audiokommentar vom Regisseur Tobe Hooper. Ein deutsch-englischer Trailer, englischer TV-Spot, deutscher Vorspann, alternatives Ende der deutschen Fassung, Konzeptdesigns mit Kommentar von William Stout. Und auch Storyboard sowie auch umfangreiche Bildergalerie. Und auf der Bonus-Blu-ray hier noch Invasion vom Mars, der Originalfilm aus 1953, die US- und die Euro-Fassung in HD. Und dann ein Making-of-Dokumentation mit einer Laufzeit von 37 Minuten. Und hier weitere Making-of-Features, 15 Minuten Interviews.
und Interviews und Interviews und Interviews. Also ihr habt hier schon wirklich ein komplettes Sammelsurium von den ganzen Extras, was es zu diesem Film gibt, hier schon mal echt extrem gut gemacht worden. Auch hier nochmal ein Szenenbild aus dem Film, was hier schon mal ein bisschen verstörend ausschaut. So, und jetzt machen wir hier die Banderole ab. Wie gesagt, es ist jetzt eben mit Klebepopeln hier befestigt, wie ihr oben seht. Nicht ganz so mein Fall, aber man kann es auf jeden Fall gut ablösen. Und hier nochmal eben die Klebepopel hier und hier oben. Und jetzt gucken wir uns mal das wirklich fantastische Artwork an. Also ich muss wirklich sagen, ihr wisst, ich liebe es, wenn es überladen ist und schön farbenfroh ist und vor allem kräftige Farben hat. Und genau das hat alles dieses Steelbook. Wir haben hier wirklich extrem satte, kräftige Farben hier. Mit einem schönen Hintergrund auch Motiv und auch wirklich ein absolut geniales Artwork, ich persönlich finde. Natürlich finde ich nicht jedermanns Geschmack, aber ihr wisst, ich liebe es einfach überladen und genau das ist mein Favorit an Steelbook. Hier muss ich wirklich sagen, es könnte auch mit zu den Top 10 von den Steelbooks kommen, einfach aus dem Grund, es gefällt mir richtig gut. Kleine Getippung habe ich auf jeden Fall trotzdem noch. Wir hätten hier noch irgendwie noch Invasion von Mars mit draufdrücken können. Ich liebe auch irgendwie das auch auf dem Steelbook. Der Titel mit drauf ist, hätte man hier machen können, aber das ist eher hier zweitrangig, hier zum Beispiel gut hingepasst, vielleicht noch sogar geprägt, wäre auch sehr schön gekommen, aber zu all dem hier haben wir wirklich ein sehr, sehr schönes Steelbook, was man hier mal in den Händen halten darf, was schon lange nicht mehr der Fall sein ist oder Fall ist. In der heutigen Zeit, wo wirklich die Mediabooks hier wirklich entkommen sind. Auch hier das Bein, muss ich wirklich sagen, auch das schaut hervorragend aus. Wir haben auch hier nicht wirklich sehr viel weitere Labels drauf. Wir haben hier wirklich einen schwarzen Spine mit Inversion vom Mars drauf und ein bisschen Blue-Disc-Logo mehr nicht. Also auch hier wirklich sehr gut gehalten und auch die Rückseite. Aber hier haben wir nun eben auch schon das, was ich wollte, Invasion vom Mars auf dem Backmotiv. Also man könnte es auch sozusagen auch dann drehen und wenden, wie man möchte. Aber ich muss wirklich sagen, es passt auf jeden Fall ganz gut. Wir machen mal das Ganze hier auf und dann schauen wir uns mal das Steelbook nochmal hier von außen an. Ich muss echt sagen, ein wirklich sehr, sehr schönes Steelbook, was hier von Koch Films veröffentlicht wird. Und muss echt sagen, das ist auf jeden Fall auch sein Geld wert von 25 Euro, was auch wirklich sehr günstig ist im Gegensatz zu den anderen Steelbooks, die wir hier halt haben. So, in den Drängen muss ich leider sagen, ja, wo ist das farbige Hintergrundmotiv? Da muss ich wieder ein bisschen hier kritisieren, einfach aus dem Grund, ich hätte auch hier mehr gewünscht, ein farbiges Hintergrundmotiv zu haben. Aber ja, es ist okay, einfach aus dem Grund, es ist das Hintergrundmotiv. Und ja, hier haben wir erstmal die normale Version. Hier sehen wir schon auch hier nochmal das Alien, wo gerade versucht, die Disc aufzufressen. Kam, 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 kam. Auch das natürlich sehr schön gemacht. Hier mit dem FSK 12 Logo hätte man sie auch weglassen können. Haben natürlich überall drauf gedruckt. Einmal hier die Disc 1 und einmal hier die Disc 2 mit den Extras. Und wie gesagt, auch hier eben dann mit der Originalversion von Invasion vom Mars. So viel dazu. Ist eigentlich, nee, ein bisschen anders ist auf jeden Fall das Motiv drauf. Hier sieht man eben das Maul gerade drin und hier ist er auf der schrägen Seite. Und ja, hier nochmal dann das Hintergrundmotiv-Artwork in schwarz-weiß gehalten. Wie gesagt, hier in Farbe hätte das ganze Steelbook ein bisschen noch schöner gemacht, wie es schon ist. Aber nun mal ist es jetzt hier jetzt für mich trotz ein Kritikpunkt. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal das wirklich sehr schicke Steelbook zu Invasion vom Mars. Und ich gehe mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm und bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war es auch schon. Das Steelbook zu Invasion vom Mars von Koch Films, was am 24.03. exklusiv beim Kochfilm-Shop erhältlich ist. Kauflink ist unten drin. Einfach da draufklicken und dann direkt loslegen. Und ich muss wirklich sagen, hier haben wir ein hervorragendes, sehr, sehr schönes Steelbook mit einem wirklich wunderschönen Artwork, wie ich persönlich, meine persönliche Meinung finde. Ihr wisst, ich liebe es einfach überladen und gern farbenfroh. Und genau das ist es, was mir in diesem Steelbook extrem gut gefällt. Ja, Kritikpunkt auf jeden Fall natürlich das Innenmotiv in schwarz-weiß gehalten. Beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen farbiger machen. Das ist so mein kleiner Kritikpunkt. Ansonsten ist es hier wirklich ein sehr gutes Steelbook mit wirklich extrem viel Inhalt an Bonusmaterial und auch noch den Originalfilm dazu noch. Also was will man hier noch mehr? Von einem Preis von 25 Euro muss ich wirklich sagen. Auf jeden Fall klare Kaufempfehlung. Und ja, das war's von mir.
Jetzt bin ich gespannt, wie mir dieser Film gefallen wird. Wie gesagt, es könnte es auch eventuell kommen, dass da auch ein Voorhees schon an wieder kommt von Invasion vom Mars. Oder auch nicht, aber es wird auf jeden Fall in einem Filmtagebuch bei mir besprochen. Und ja, wie gefällt euch der Film? Habt ihr den Film schon gesehen? Dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Und wie gefällt euch auch das Steelbook? Werdet ihr es euch holen oder auch nicht? Auch das könnt ihr euch gerne mal in den Kommentar reinschreiben. Und dann sind wir auch hier schon mal wieder fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euch noch bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und live long and prosper. Beep.